Hallo meine lieben Freunde des gepflegten 1119, willkommen zurück hier auf der Gemeinderade mit dem lieben Florian. Hallo. Hallo. Ja, seine zweite Ansage oder Anmoderation ist wie immer auch gelungen. Er hat seinen Spruch schon perfekt rausgesucht, was er sagen will. Ich habe ihn mir aufgeschrieben. Ja. Und ja, heute kommt tatsächlich zwei Folgen. Es wird unter anderem der rare Sonntag wahrscheinlich werden. Ich muss mal gucken, ob jeden Sonntag zwei Folgen kommen. Wenn es zeitlich sich ausgeht, ja, wenn nicht, dann halt kommt halt eben nur eine Folge, aber es kommt auf jeden Fall immer eine gemeinsame Folge am Sonntag. Was? Und ich habe es ja in der gestrigen oder in der heutigen früheren Folge angeteasert, ob er schafft, mich einzuholen oder nicht, das finden wir jetzt dann raus. Ich würde sagen, wir machen den Radesonntag immer in der ersten Woche, oder? Also in der ersten Woche vom Monat. Am ersten Sonntag vom Monat. Ja, wir können mal gucken. Die Zuschauer können immer mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie oft ihr den Radesonntag haben wollt. Nur einmal im Monat, zweimal im Monat, viermal im Monat. Wir lasst euch da einfach mal entscheiden. Und wir versuchen es dann einfach so hinzukriegen, wie es bei uns auch sich ausgeht. Aber ja, wie immer, ihr habt die Entscheidung, schreibt unten in die Kommentare rein. Ihr habt sie in der Hand. Genau. Wird der Rade von da kommen oder nicht? Da warten wir schon. Ich bin hier gerade am Rumexperimentieren, welche Seite ich jetzt nehmen muss. Also. Aber ich glaube, ich habe sie. Oh, das mir gerade irgendwie nicht angehoben. Egal. Komm schon, Klaas, kack mich ab, Alter. In der doch nicht. Ich bin ja mit 10 km/h losgefahren. Ich glaube, dass ich dich einhole. Möglich. Aber man muss sagen, die Seite ist auch schmäler als die andere. Wesentlich schmäler, glaube ich. Nur halb so breit. Ich werde nicht halten. Also. Und die sind auf der Seite. Da. Oh, das ist knapp. Der Mähvektor. Ja. Aber richtig knapp, aber wie abgesprochen. Ich am Bauernfahren, ich am Bauernfahren. Oh, ja. Wenn wir einen Mähwerk senken, ist es. Oh, Baum. Ne, ist nicht die letzte Bahn. Schade. Dann wird es wahrscheinlich schaffen, mich einzuholen. Weil so schnell komme ich hin. Nur wahrscheinlich, definitiv glaube ich. Weil ich war bergauf trotzdem meine 19 km/h. Ja, ich 13 momentan. Ja, 13 km/h sinkend. Nachricht schon.
Ah, ja, eine Stelle, wo nichts lag. Oh nein. Alles hm. Was ging sie ein bisschen. Bremse reinhauen, Alter. Bisschen bergab. Es wird knapp. Ja. Können wir dann sammeln oder Ball machen? Wir können auch mal wieder sammeln, weil wir haben jetzt die ganze Zeit Ballen gemacht. Da hat der Arion und die Ballenpresse machen wieder ein bisschen Pause. Aber dann kann bloß einer arbeiten. Oder ich glaube, ein bisschen was. Zum Glück kommt ein bisschen bergab, bin ich schneller. Nope, das wird nichts. Und ich bin fertig. Du kannst geradeaus durchfahren. Hm? Da unten ist kein Zaun. Ja, ich weiß, aber ich muss erst noch zusammenklappen. Oh ja, ich fahre da wirklich unten durch. Dann muss ich wieder komplett oben rum. Du könntest auf mich warten. Warte. Ich habe mitten im Busch gehalten. Sechs. Weil ich bin auf der Bahn nach unten. Sehe ich dich da? Ah, hinten kommt er. Frag doch mal. Ja, wir sind noch drin geworden. So, Vorwärtsgang drin. Und Motorhaus. Warte nochmal. Ich hab bloß 4 Ölanschlüsse, ja moin. Hab ich? Ne, ich hab 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hab ich einen übersehen? Ne, also ich hab glaube ich 8. Arion, großer, gib Gas! Ja, ist sie vorhin rausgekommen. Jetzt zieht er mir davon. Ey, bleib da! Ich kann auch 53 fahren. Ja, war nicht lastig vorfahren. Falsche Marke. Was ist? Also. Ich fahr einfach rüber nach Abkürzung. Scheiße, wir müssen die Kurve hier umdrehen. Hm, wieso? Die Kurve ist ja andersrum, fahrt mal schneller. Echt? Ja. Okay. Sorry Leute, aber ich muss ganz kurz hier nach Barker reinfahren. Warte nur wirklich, weil wir dann einfach schon hochfahren können und keinen kleinen großen Umweg fahren. Stimmt. Ja, wir sind eigentlich schon. Oh Gott, Bomb. Wir sind eigentlich schon hier oben. Ich fahre dir einfach nach. Da vorne ich sehe ihn. Tempomat, ist das schön. Kann es sein, dass wir den Verkehr aus haben? Ich sehe hier kein Auto weit und breit. Nein. Ich hab's doch gespürt in dem Leck. Shit! Leitplug hat dich gerettet. Nein, gar nicht wahr. Oh, er ist doch ganz schön nah hinter mir. Hilfe! Aha. Nenn das 43, lügt er nicht. Ich war 10 km schneller. Hat ne Scheißkarte, was? Das musst du aber raufpiepsen, gell? Im Prinzip ist piepst der schon als von dem her. Bitte klebt mich drauf! Warte, ich muss ein bisschen bremsen. So. Gut, ich muss bremsen. Oh, das war knapp mit dem Auto.
Warte mal, ich muss ihn ja eigentlich überholen, denn ich muss. Da kommen Autos. Ah! Oh! Scheiße. Oh. Jetzt hör doch auf zu hupen, ey. Oh Gott. Das wird tatsächlich heute auf der Straße auch schon passiert. Ich fahre so mit dem Eichhörner und da kommt da. Wir sind noch. Ich bin noch im Dorf. Im Dorf wohlgemerkt. Da kommt hinten ein Auto, fährt auf dem auf einen Meter ran. Denkst du so, ach, der ist mir zu langsam, ich bin zwar im Dorf, aber ich überhole trotzdem. Er überholt, vorne kommt ein Auto, er fährt einfach weiter, Und der Vordere hat auch nicht gebremst. Alter, das war so haarscharf, dass die nicht zusammengeknallt sind. Junge. Ich weiß nicht, was mit manchen Leuten schief geht, aber... Ich weiß. Wir waren schon mal beteiligt, wo wir mit dem Diesel vorbeigefahren sind. Zum Glück war es mit dem Diesel und nicht mit dem Auto. Überholt uns ein Kombi, zack, von der anderen Seite ein Auto. Beide rasen mit 100 ineinander rein. Also 50 plus 50 ist 100. Ja. Zack, die geht droschen. Ja, ja. Diesel hat jetzt nicht wirklich viel getan, aber... total Schaden. Ja. Und wir durften dann auch nicht einfach so fahren, also wegfahren. Wir sind Sparflug. Ach. Fahren Sie zu! Das ist warte, ich hau die Handbremse rein. So. Will er mich hier wegschieben, jetzt geht's los. Oh, das ist eine Ebene, die ist schon gut. Dann kann ich relativ schnell fahren. Was halt relativ schnell mit 20 km/h hat. Also. War jetzt los. Ich weiß doch nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber hinten bei dem Mehrwerk, der weiße Kasten, das sieht aus wie wenn ein Gesicht drauf wäre, Alter. Ja, das hast du schon mal gesagt. Und da, ich weiß aber, ich glaube, das war nicht in der Folge, ne? Ne, das war glaube ich doch. Nicht in der, war das in der Folge? Das war in der Folge, das war einer von den ersten Folgen, glaube ich. Alter, wo man aber halt. Aber das ist eigentlich nur eine Schrift und zwei Schrauben. Ja. Aber das sieht halt einfach so witzig aus wie so ein Gesicht, Alter. Und ein Fisch. Ich war die ganze Zeit im Gesicht hinterher. Ja. Einmal sehe ich ein Gesicht von hinten und einmal eins von vorne. Einen hässlichen und einen schönen. Ich hoffe, das hässliche schaut dich an. Ansonsten gibt's Motorsäge. Was? Der Server läuft doch noch über meinen PC. Sag jetzt schönste Gemeinderade, was? Was? Rest in peace Gemeinderade, Alter. Yep. Oh Mann. Also Leute, wenn am Mittwoch keine Folge mehr kommt, dann wisst ihr, was passiert ist. Nein, du Spaß. Nein, nur Spaß, so böse bin ich. Ein bisschen Spaß muss sein. Das Witzige ist, das liegt auch gerade bei mir. Läuft. Ich muss mich hier mit der normalen LS-Radio-Elektro-Dingens begnügen. Ich höre gerade Land mit Radio. Ja. No placement. Aber ich kurve vor, bleibt nur ein bisschen was stehen. Das war nicht ganz erfasst. Da bin ich stark gekurven, sagen wir so. Häng dir hinten drauf. Ja, du kannst doch schneller fahren als ich. Ich fahre jetzt gleich 15.
Oh ja, dann fahre ich wirklich 4 km/h schneller als du. Ja, wir fahren 19. Ein bisschen weiter drüber lassen, was stehen ist. Nicht so optimal. Die ganze Zeit lasst er was stehen, das gibt doch nicht. Lasst mir ihn einmal mähen, ey. Ich muss mich halt mehr auf den anderen, auf den Hauptbildschirm konzentrieren und nicht die ganze Zeit woanders schön gehen. Einlenken, damit wir hier schön rumkommen. Du hast schon wieder was stehen lassen. Ja, ich weiß. Vorsichtig, Bremse. So, wir müssen anheben, Rückwärtsgang. Joa! Alter! Glück haben wir die gleichen Faktormarken. Ja. Die fahren wenigstens gleich schnell zurück. In der Mitte haben wir aber mal so stehen lassen, ganz in der Stelle so. Das ist nicht gut. Ah, da war ihr gar nicht mehr dabei, gell? Dafür die Zuschauer. Bei was? Wo wir die Silage-Saison. Ah, stimmt, ja. Nee, ich glaube, wir haben es nicht gesehen. Aber wie wir am Anfang schon gesagt haben, wir werden nicht alles auf. Ja, das ist kein YouTube, nur YouTube-Projekt. Wir sind gerade dabei, dass wir es auch auf Twitch bringen, aber irgendwie das Internet macht nicht. Ja. Warte da noch ein bisschen. Aber wir sind dran. Also, ja, gesagt, Florian. Fällt mir gerne ein, ich muss auch noch deinen Twitch-Kanal unten in der Videobeschreibung dann verlinken. Jetzt kann ich auch mal 90 km/h fahren. Geil. Also wird zum Thema 90 ist schon die 16. Mann. Ich glaube, irgendwas ist da kaputt bei dir. Also ich habe schon einmal gedacht, dass die Mehrwerk kaputt sind, aber die haben noch 19% jedes, also oder erst 19%. Der Traktor? Abnutzung. Der Traktor hat 49, also knapp die Hälfte. Kann da dann natürlich auch liegen. Besser? Ich beschleunige auf jeden Fall auf 19. Besser. 20, ja, auf jeden Fall besser. Nur die das Frage, war der Traktor. Ob es vorne an der Steigung dann auch noch auch besser ist, wird wieder, weil hier ist ja eigentlich eben, ne? Da geht es ja ganz minimal bergab. Das sehen wir dann gleich. Weil ich fahre dann gleich nochmal zurück, um das Restchen da noch mitzunehmen, da. Das, wo da noch steht. Warte, ich fahre nochmal vor. Ich muss mich auch. Der Arme. Ich bin gewöhnt, dass ich die Schaltung drin habe. Ja, es ist glaube ich wirklich am Traktor gelegen, weil jetzt fahre ich tatsächlich gerade 21, 22, also auf jeden Fall besser als vorher. Hat mal schnell Ölwechsel gemacht auf der Wiese, machen wir auch immer ganz so. Ganz normal. Ja. Dieses Mal werde ich glaube ich sogar zeitgleich fertig. Ja. Willst du dann duschen oder soll ich?
Fahr du, dann weil dann mal ich gleich den Abfahrer. Dann kannst du weiter deinen Süßen. Jetzt wäre es eigentlich mal Zeit, einen zweiten Ladewagen zu kaufen, weil das Geld hätten wir. Ja, das Geld hätten wir auf jeden Fall. Die Frage ist halt dann, welchen Ladewagen? So ein ähnlichen, wie wir jetzt schon haben, so ein Zweiachser? Oder gleich ein größeres Kaliber? Ja, wobei das andere Problem ist dann wieder bei den Einfahrten reinkommen. Du kannst hinten hochheben. Ja. Hab ich so gesehen. Warte mal, ich hab grad vergessen. Wer soll jetzt gleich noch mit der Spaten? Du. Ich soll Spaten, okay. Wahrscheinlich hätte ich gesagt, kauf mir gleich so ein Tiger-Ding. Diesen einen Fendt Cargo oder wie der. Nein, Cargo ist klar. Tiger oder wie der heißt. Oh, wir sind gehüpft. Ja. Oder wir holen uns den Klaas. Da gibt's glaube ich bloß eine Tridem, oder? Ah, stimmt. Oder der Fan wäre halt noch Tandem. Ja. Tridem ist halt so, da kommt. Die Einfahrten sind dann immer so schmal. Mhm. Wegen. Oh, ich glaube, ich bin an mein Mikro dran. Ja, man hat es ein bisschen gehört. Aber nicht zu stark. Oh, der kämpft richtig hier hoch. Der hüpft, hier ist richtig holprig. Ja, ich bin auch vorne teilweise immer ab und zu ein bisschen in der Luft. Vorsicht, ich bremse. Kommt der lauter? Ich hoffe, er war mal nicht. Kommt nix. Perfekt. Nein, du überholst jetzt nicht. Hatte ich eigentlich auch gar nicht vor. Ich fahr nur richtig dicht auf, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Ich hätte bloß eine Vollbremse ziehen müssen. Handbremse reingehauen. Bremst man eigentlich, wenn man Handbremse reinmacht, bremst man da stark ab? Nee. Nicht allzu stark, okay. Besser wie, also eher schlechter, wenn man rückwärts Gas gibt, also wirklich bremsen tut jetzt. Ja. Ich habe da so eine Anzeige drüben am dieses komischen Ding, da starb da von der Kabine. Ja. Da ist aber keine Anzeige drin. Wow. Weil ich habe ich tatsächlich. Ist so ein schwarzer Kasten oder? Ja, so ein schwarzer Kasten, wo innen drin so grau ist. So beige. Okay, ich habe da so Wellendingens. Ich glaube, das soll tatsächlich eine Deko sein oder sind Lüftungsschlitze oder irgendwie sowas. Obwohl, nee, du. Oh, wo hänge ich denn? Ja, ich bin erst da am Körper. Aber ich würde sogar sagen, dass du dann gleich Schwadisch, weil da hängt dein MB-Truck schon vor. Ja, stimmt. Vielleicht den nochmal ein bisschen fahren. Jo. Dann nehme ich mal wieder meinen kleinen Johnny hier. Tür zu. Aufklappen alles hier. So. Mal gucken, wie relativ sauber ist, weil für die Saison ist er wieder fertig. Mähwerke sind wieder sauber, dann machen wir die zwei auch gleich sauber. So, den machen wir schön abwaschen hier.
So, sauber. Kacke, können wir zurückstecken. So, dann packen wir gleich wieder drin. Reparieren brauchen sie ja noch nicht. Hier haben wir 20%, das geht noch. Oh, Bremsen. Ja, das sieht gut aus. Zack. Bisschen den Weg gefahren. Leicht. Ein Stückchen. Bisschen zurück schon. Ah, oder? So, so sieht's gut aus. So, den können wir hier stehen lassen. Mhm. Zack. Oh, hin. Guck mal nochmal hier zu, wie er einparkt. So. Oh, vorbildlich. Aua, ich hänge noch. Oh, Alter. Ey, ich fahre die. Hat er gerade ernsthaft Angst gehabt? Ich fahre ihn zusammen. Okay, dann sound ein bisschen. Ja, okay. Dann war's das auch schon für den Gemeinde. Ne, warte mal. Radesonntag. So, jetzt haben wir es nur noch ein bisschen den Namen merken. Ja, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer, schreibt halt unten in die Kommentare, ob ihr den Radesonntag sehen wollt und wann. Und wenn ihr nicht mehr wisst. Wir werden dann wahrscheinlich noch ein bisschen weiterarbeiten. Ja, wir werden noch ein bisschen weiterarbeiten. Und dann sehen wir uns zu einer weiteren Folge am Mittwoch. Dann kommt nochmal so ein Spruch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und ist kostenlos. Also danke fürs ja. Und ja. Abonnieren auch. Ja, das machen die Leute doch fleißig. Ne? Ja, genau. Dann wünschen wir euch allen einen wunderschönen restlichen Sonntag. Und dann sehen wir uns am Mittwoch. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.